shit. All about that celebrity skin. Freestyle. Und jetzt geht's wieder los. Freestyle. Ja, das ist Freestyle, die dritte. Mit Scope Man, Torch, Storm und an den Wheels of Steel, Star Wars. Nicht nur ich bin neu, sondern das ganze Studio ist neu. Wir sind nämlich umgezogen. Sieht im Moment noch ziemlich kahl aus. Dafür haben wir jetzt Funkmikrofone hier. Der Tapetenwechsel musste sein. Ich sehe es vor mir, das Ziel erkennbar, doch wie eine Wand aus Glas undurchdringbar. Geh, be und verhindert alles, was ich jemals in meinen Träumen sah. Doch und wir wurden gefragt, ob wir nicht die Moderation für die Sendung übernehmen wollen, was wir auch getan haben. Und deswegen kann es manchmal passieren, dass wir unsere eigenen Tracks ansagen. Jetzt fällt mir nichts mehr ein, weil ich nicht mehr genau weiß, wie ich zu diesem B-Boying überleiten sollte. Aber ich schaff das schon noch heute. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ist für mich bestimmt. Und nun soll ich sehen, wie mein Ziel in meinen Tränen verschwimmt. Hab einen langen Atem und brauch ihn auch, bis ich zurück in den Untergrund tauche. Denn Pop, Rapper und dieses ganze Punk treibt mit Hip-Hop einfach so seinen Schabernack. Sie stehlen den Hip-Hop-Begriff und drehen ihn um. Machen ihn krumm, sonnen sich dann in seinem Ruhm. And we're gonna get live on Viva on the freestyle tip. Peace up, y'all. Je viva, yeah. Je viva, viva. Je vive, viva. Je viva, viva. Je vis ma vie. See you soon. Crew comes through your receiver. You are looking at freestyle on a station that's FIBA. Und ich sage nur bitte, 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 gib mir den Bericht oder so ähnlich, okay? Just like you. Halleluja und herzlich willkommen bei Freestyle mit Scope Man, Storm, DJ Star Wars on the Cut. Heute haben wir einjähriges Jubiläum. Yep. Und in dem einen Jahr haben wir versucht, so viel wie möglich auf die Untergrundszene einzugehen. Aha. Weniger auf die Industrie. Und deshalb konnten wir so viel wie möglich featuren von B-Boying, von DJing, von Graffiti-Riding und von MCing. Genau, und heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl. Und zwar haben wir uns von Chuck D erzählen lassen, wie er das Jahr gesehen hat. Ihr seht einen Rückblick von Chuck D über das ganze Jahr. Außerdem haben wir gleich noch N-Factor im Studio. Wir waren in Brasilien, haben da einiges Material zusammengesammelt. Ihr seht B-Boys aus Brasilien, MCing aus Brasilien, Graffiti aus Brasilien. Was wollt ihr mehr? Guckt euch das erste Video an. Here we go. UNITY. You gotta let them know. The platform and Philly to win. Here we go. UNITY. You gotta let them know. The platform and Philly to win. Here we go. UNITY. You gotta let them know. The platform and Philly to win. Here we go. UNITY. You gotta let them know. The platform and Philly to win. Here we go. UNITY. You gotta let them know. The platform and Philly to win. Here we go. UNITY. You gotta let them know. The platform and Philly to win. Here we go. UNITY. You gotta let them know. The platform and Philly to win. Here we go. UNITY. You gotta let them know. The platform and Philly to win. Here we go. UNIT
see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had, and I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the tool. I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you till you do right by me. Brother, you ain't sitting in the bitch. You and I. Now that you saw Apache's video, I saw you wildin', acting like a fool. I peeped you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from? A minute ago, you was a nerd and nobody ever heard of you. Now you a wannabe. Hard. You barely know your ABCs. Please. There's plenty of people out there with triggers ready to pull it. Why you trying to jump in front of the bullet? Young lady. And real bad girls are the silent type. Yeah. Ain't none of this worth getting your face sliced. Cause that's what happened to your homegirl, right? Walking with no she got to wear that for life. Who you calling a bitch? You and I. Ein rauschendes Fest hier im Studio. Was wir gerade eben gesehen haben, war You and ITY von Queen Latifah. Sie führt unter den Frauen das amerikanische Rap-Geschäft schon seit mehreren Jahren an. Neu eingestiegen ist dieses Jahr Lady of Rage mit Afro Puffs von der Westküste, G-Funk Sound. Und das Ding gucken wir uns jetzt an. Wanna do is back on up. I'll tap that butt, wax the cuts, pass the bucks.
Yo, put your money on the breadwinner. I kick lyrics so dope that the brothers call them head spinners. I got the tongue that is outdone anyone, from the rising to the setting of the sun or the moon. I consume the room with doom when I hear the kick of an 808 bass. Boom, boom, bam, god damn. I'm hitting so hard you can say it's a grand slam. Dark punks get broken off a chunk when they feel the fall of the rhythm that I give up. Let it hit them, split them, did it, now I'm rid of them, yeah. I put that on my unborn kids, raging effect, so you know how it is. I rock off and stuck with my Afro Puffs. Hey, rock on with your band, say. I rock off and stuck with my Afro Puffs. Hey, rock on with your band, say. I rock off and stuck with my Afro Puffs. Hey, rock on with your band, say. I rock off and stuck with my Afro Puffs. Hey, rock on with your band, now say. Now ever since my debut, I continue to lay you flat on your back from the raps that I spat. Spit, oh shit, I'm the shit. You can't get with the rage, then tough tip. T-I-P-T, the fool that gets with the lyrical murderer, cause my shit is rude. You wanna get with the wickedness, with that big bata, yeah, that's kicking it, ripping it apart like Jason. You'll be chasing a dream like Freddy. Are you ready for the cream and the creme? I'm steam pressuring those who ain't measuring up. I keep competitors stuck in the muck with they butter. What you wanna nut up like cashew? Don't you know that I will mash you for real? That's the deal. I'm straight out of Farmville, VA. So what you gotta say? I rock rough and stuff with my Afro Puffs. Rock on with your band, say. I rock rough and stuff with my Afro Puffs. Rock on with your band, say. I rock rough and stuff with my Afro Puffs. Rock on with your band, say. I rock rough and stuff with my Afro Puffs. Rock on with your band, say. I am the roughest, roughest, roughest. Say what, say what, say what. I am the toughest, toughest, toughest. I am the roughest, roughest, roughest. Say what, say what, say what. I am the toughest, toughest, toughest. I am the roughest, roughest, roughest. Say what, say what, I am the toughest, toughest, toughest. I am the roughest, roughest, roughest. Say what, say what, I am the toughest, toughest, toughest. Get with the roughest, roughest. Get with the toughest, toughest. Get with the roughest, roughest. Get with the toughest, toughest. Blow and the grass still grow. Snoop Doggy Dogg still don't love enough. But you gotta give credit where credit is due. So women, back down and bow down to my home girl, the lady of rage. She rocks rough and stuff with the Afro Puffs, a handcuff that she bumped, and she's guaranteed to tear it up. You know what I'm saying? From the L, school of fool well, you feel it like Grell, it ain't hard to tell.
I kick a skill like Shaquille holds a bill. Vocabulary spills, I'm ill, plasmatic. I freak beat, slam it like Iron Sheik. Jam like a tech with correct techniques. So analyze me, surprise me, but can't magnetize me. Scanning while you're planning ways to sabotage me. I'll even froze like heroin in your nose. Nas a rock well, it ain't hard to tell. Chosen. I leave your brain stimulated. Niggas is frozen. Speak with criminal slang. Begin like a violin. End like Leviathan is deep. Well, let me try again. Wisdom be leaking out my grapefruit truth. I dominate break loops. Giving Mike's ministry cycles. Streets disciple. I rock beats this mega trifle. And groove even smoother than moves by Villanova. You're still a soldier. I'm like Sly Stone and Cobra. Packing like a roster in the weed spot. Vocals are squeezed Glocks. MCZs drop. Though they need not to sneak. My poetry's deep. I never fail. Nas is rap. Should be locked in a cell. It ain't hard to tell. Hard to tell. Nasty Nas sollte im Jahr 94 auch auf Deutschland-Tournee kommen, hat er nicht gemacht. Obwohl sich sein Album so gut verkauft hat, das lag bestimmt auch an den guten Produzenten wie Pete Rock, Large Professor, Q-Tip und DJ Premier. Und wo wir schon bei Premier sind, machen wir auch gleich weiter mit Gangster. Gangster kamen auf Deutschland-Tournee, zum dritten Mal waren sie hier und haben auch einen guten MC rausgebracht, Jerry the Damager. Jetzt sehen wir von Gangster Code of the Streets. Hey yo, word, I'm getting tired of man. Every time I try to catch a cab, I'm being stereotyped because the way I look, man. You show them the money, word. They don't want to give you a cab. It's like they don't stop. Where you guys want to go? We want to go to Brooklyn, man. Hey, yo, man, all it is, man, is a connection for the complexion, man. Brooklyn? Yeah. What do you want to go to Brooklyn for? You can't go uptown, you can't go to Brooklyn. Give me the money first before I can put up with it. I'm saying that you're going to rob them, black. That's too far. It's kind of getting towards my lunch hour. But I can't take you to Brooklyn. No, go somewhere else. Take this for example, young brothers want rep, cause in the life they're living, you can't half step. It starts with the young ones doing crimes for fun, and if you ain't down, you'll get played out, son. So let's get a car you know I fly with, get a dent, pull a screwdriver, and be off quick with the dope ride, yeah, and a rowdy crew. We could bag us a Benz and an Audi too, even a Jeep or van, goddamn, we're getting ours, yo. Take a trip up the strip and be like stars, so it doesn't matter if the cops be scoping. They can't do jack, that's why a young brother's open to do anything, anywhere, any place. Buck wild in another court case, it's the code of the streets. They might say that we're a menace to society, but at the same time I say, why is it me? Am I the target for destruction? What about the system and total corruption? I can't work at no fast food joint, I got some talent, so don't you get my point. I'll organize some brothers and get crazy loot, selling D-R-U-G-S's and clocking dollars true. Cause the fat dough, yo, that suits me fine. I gotta have it so I can leave behind the mad poverty, never have it, always needed. If a sucker steps up, then I leave him bleeding. I gotta get mine, I can't take no shorts. And while I'm selling, here's a flash report. Organized crime, they get theirs on the down low. Here's the ticket, wanna bet on a horse show? You got to be a pro, do what you know. When you're dealing with the code of the streets. Nine times out of ten I win. With the skills I be wielding, got the tenth one kneeling, let me express my feelings. Cool has never been one to play a big shot. It's just the styles I got that keep my mic hot. I'm turning my back to the street scene. It gives me energy, so I'ma keep fiends coming just to get what I'm selling. Maybe criminal or felon dropping gems on your melon. So keep abreast to the gangsta conquest. Underground roughnecks, pounds of respect. I've never been afraid to let loose my speech. My brothers know I kick the code up the streets. If you don't know the wisdom of the streets, you don't know, man. You know what I'm saying? It's the same thing as schooling. You know what I'm saying? That's on the strip, man. You know what I'm saying? Cause times is hard, man. You gotta be European on some. I'm out here living, man. I be the way I wanna be, man. They're always stereotyping us, man. Word, man. Somebody's look at us and they just keep it moving. Where are you guys going? You wanna go to Brooklyn, man. Brooklyn?
It's too far. I don't know. It's okay, man. They got that parade going on over there today. Well, I don't know much about Brooklyn. It's not that I'm prejudiced or anything, but I'm going off duty in a few minutes. We are all black. Black or white, I don't trust you. I'm out of gas. I gotta get gas. That's what it is. Let me see the money. Just give us I know how to get the airport. Was Neues von TCA aus Köln, und zwar diese 12-Inch No heißt das Ding, ist auf Sony Dragnet erschienen. Sie waren als eine der ersten bei uns im Studio, als wir angefangen haben mit der Sendung. Damals hatten sie eine 7-Inch, jetzt kommen sie mit dem 12-Inch hier um die Ecke, sind drei Lieder drauf, No, Hand in Hand und La Cosa Nostra. Mit Hand in Hand haben sie auch bei Medien gegen Rassismus im Wahlkampf mitgemacht. Wir sehen jetzt das Video zu der Scheibe hier, TCA mit No. Just don't know, but look, your solo info is mean as better like Pinto.
you think this is a sin zone? You think we gotta be mono? Quit wait, oh shit, get on my dick, you're making me so sick. Your talk's like knick-knack-knack, makes the lick like an electric. Shit, I swear, someone making an interracial affair. A nightmare, throw a beer, like for a head, caught in a smear. Spare it's red like the air, stuffy atmosphere everywhere. Thoughts like warfare, I scare, jam my hair. Bumps to care, be aware, beware. Say a prayer or say yeah, I won't say please. But sit there, but love ever dear. No, no. Don't ask, you say. No, no. See your rush, you say. No, no. See who you say. No, no. Don't dig your say. No, no. TCA say. No, no. I true home you say. No, no. The whole world will say. No, no. We want you to say. Wir haben hier bei uns im Studio auf der Couch N-Factor und die ersten zwei, drei Freestyle-Folgen sind aus ihrem Studio übertragen worden. Wer damals noch nicht zugeguckt hat, für die Leute stellen wir jetzt die Jungs nochmal kurz vor. Ja, hallo, ich heiße Tonio, ich bin der Drummer von N-Factor. Hier haben wir Xano, unseren Keyboarder, und Marcel, unseren Bassisten. Die beiden anderen sind im Moment leider nicht dabei. Alles klar. Ihr wart in Brasilien mit dem Goethe-Institut. Wie ist das zustande gekommen? Das Goethe-Institut hat uns vor ungefähr einem halben Jahr angesprochen, ob wir diese Tour in Brasilien für sie machen können. Es geht dabei um kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Brasilien. Wir haben in 4 Städten 6 Konzerte gemacht und natürlich auch eine ganze Menge Eindrücke mitgebracht. Das war eure Abschlusstour, weil ihr euch auflöst, ne? Ist richtig, N-Factor löst sich zum Jahresende, also jetzt zum Jahresanfang 95 auf. Es wird sicher einige Nachfolgeprodukte geben, das ist noch etwas offen. Aber wir wollen jetzt auch mal zeigen, was wir... Genau. Videomäßig aus Brasilien so mitgebracht haben. Das ist jetzt hier Sao Paulo. Aha. Eine 14-Millionen-Stadt, offiziell. Inoffiziell 21 Millionen. Und das ist hier Pepeo, der Rapper dort im Hintergrund, mit seiner Posse, Freunde, Bekannte, die hier für ihn halt mittanzen. Ziemlich irre Mischung, muss man sagen, weil das eigentlich auch so eher Samba oder Rock'n'Roll-artiger ist, was die da treiben. Aber ich finde das sehr interessant als Einfluss, weil es mit Hip-Hop zusammenkommt und eben was ganz Neues bildet. Wir haben gerade eben die Salsa-Leute gesehen. Es gibt natürlich auch richtige Breaker da, ja, die wohl so eine ziemliche Oldschool-Schiene fahren. Ja, ist richtig. Sao Paulo speziell ist sehr Oldschool-orientiert und wir sehen jetzt hier gerade so eine Art Rap-Contest oder Platz, wo sich die Rapper und Breaker zusammen treffen. Das ist an einer der großen U-Bahn-Stationen in Sao Paulo. Was interessant ist, ist, dass die Stadt ihnen diesen Platz zur Verfügung gestellt hat. Es muss wohl vorher viel Schwierigkeiten gegeben haben zwischen den einzelnen Gruppierungen, die sich alle gegenseitig mehr oder weniger bekämpft haben, sich geprügelt haben oder auch in der U-Bahn randaliert haben. Und dann hat halt die Stadt beschlossen, dass sie diesen Platz da zur Verfügung stellt, was ja auch für Deutschland eigentlich mal ein ganz gutes Beispiel wäre, also die Platz zu schaffen. Die Stadt unterstützt Hip-Hop da nicht wie in anderen Städten, wo es versucht wird, am Boden zu halten. Ja, ist zum richtig. Zum Beispiel Graffiti sich nicht ausbreitet. Ist eine typisch brasilianische Lösung, finde ich, aus einem in Anführungsstrichen Übel eine Lösung zu suchen, die halt für beide Beteiligten da irgendwie noch eine Möglichkeit lässt. Okay, das ist jetzt in einem Vorort von Sao Paulo. Da sind wir hingefahren, um uns mit lokalen Breakdancern und Rappern zu treffen. Hier eine sehr schöne Aufnahme von mir. Alles klar. Das war auch wirklich mal ein richtig brasilianisches Konzert. Das war nämlich nicht vom Goethe-Institut organisiert und man kann an dem Equipment auch schon sehen, dass das alles etwas sparsamer ist. Wer es gab ist das? Zum Beispiel, das ist jetzt gerade Lady Rap, eine unserer Lady Bekannten. Christine. Die auch eine Platte auf dem Label Zimbabwe veröffentlicht hat. Das ist in Sao Paulo das angesagte Hip-Hop-Label. Wie sieht das überhaupt aus in Brasilien? Ist da so die Verknüpfung genauso wie in Deutschland jetzt auch, dass sich die einzelnen Städte von den Metropolen her genauso gut kennen wie hier? Nein, ich würde sagen, dass die Kommunikation zwischen den Städten noch sehr dürftig ist. Also man darf jetzt auch nicht vergessen, Sao Paulo ist eine Stadt mit offiziell 14 Millionen Einwohnern, inoffiziell 21 Millionen. Das dauert also schon eine Weile, bis du da mal so die Szene kennst. Und das Land ist auch ziemlich fett. Das Land ist sehr groß und es gibt auch nicht diese Verknüpfung von Kommunikationssystemen wie hier bei uns. Wo wart ihr da gerade eben? Das ist jetzt in Brasilia.
Ja, wir sind jetzt in einem Vorort von Brasilia. Das sind auch wieder Breakdancer, mit denen wir uns da getroffen haben. Dazu kann man sagen, dass dieses Venue, wo das da ist, das ist so eine Art öffentlicher Veranstaltungsraum, der seit einem halben Jahr geschlossen ist, weil da immer Schießereien drin sind und an jedem Wochenende ungefähr 3 Tote. 10 Minuten bevor wir da hinkamen, hatte die Polizei gerade die ganzen Jungs da alle gefilzt und 2 verhaftet, weil sie auch irgendwelche Waffen dabei hatten. Aha. Aus welcher sozialen Schicht kommen die Leute, die das Hip-Hop-Movement unterstützen? Ja, die kommen alle sehr aus den sogenannten Faelas, das sind halt die ganzen Elendsviertel. Da gibt es sicher auch nochmal eine ganze Menge Abstufungen von ganz unten bis etwas mittlerer. Die Jungs hier in Brasilia speziell machten auch nicht alle den Eindruck, als wenn das schon ziemlich die harte Abteilung ist. Also es ist eigentlich so wie in den Vereinigten Staaten, also New York, zu Anfang strukturiert. Die südamerikanische Version von Amerika, muss man sehen. Es ist auch ziemlich amerikanisch, weil es halt auch diese Ghettos gibt. Oder es ist ähnlich wie in Amerika, aber es ist halt auch sehr südamerikanisch, weil, naja, es ist halt noch weniger Geld da eigentlich als in Nordamerika und die ist halt noch etwas südamerikanisch-latinomäßiger. Ne? Da sehen wir jetzt ein paar Graffitis. Die Styles sind irgendwie ein bisschen ungewöhnlich für hier. Ist das da eine große Entwicklung? Beziehungsweise Bewegung? Ich habe außer in Brasilia eigentlich kaum Graffitis gesehen. Das war jetzt auch speziell ein Typ, den wir da eben bei diesem Treffen mit den Breakdancern auch wieder getroffen haben, der uns dann eingeladen hat, seine Graffitis anzuschauen. Und er wohnt auch direkt um die Ecke. Das ist praktisch die Rückwand von dem Nachbargrundstück, kann man sagen. Alles klar. Da gehen wir jetzt auch hin, genau. Sind wir eben zu Hause und der Papa sitzt vorm Fernseher, ne, wie das halt so ist, auch in Brasilien. Der ist da oben. Dass das eher schon so eine Favela-Einstufung ist, wo man halt sagen kann, es ist nicht ganz so der untere Level, aber es gibt halt keine Mittelschicht. Man kann nicht sagen, okay, das ist jetzt Mittelschicht. Es ist also, es geht ihm wahrscheinlich nicht so dreckig wie manch anderen Leuten, ne? Aber es ist schon eine ganz bestimmte Improvisation da und insofern so auch eine Notwendigkeit, sich durch solche Sachen auch auszudrücken. Ne? Da packt er seine Sketches aus. Er hat allerdings nur Ramones-Scheiben oder ähnliches Zeug und gar keine Hip-Hop-Scheiben, was uns sehr gewundert hatte. Ist da... Ja, das ist aber auch, darf ich da mal kurz rein, das finde ich nämlich auch ganz interessant. Es ist nämlich nicht so, dass Hip-Hop oder Rap so super strikt in Brasilien eingehalten worden ist. Ich hatte schon das Gefühl, als wenn es eigentlich eher um die Ziele des Movement geht, als zu sagen, okay, wer Graffiti macht, muss konsequenterweise Hip-Hop hören. Der Typ, der hatte nur Ramones-Scheiben da stehen, ist aber ganz schwer involviert in diese ganze Graffiti-Geschichte. Das heißt, die Ausrichtung oder der Grund, warum solche Leute sowas machen, ist einfach, hat eine ganz andere Bedeutung als hier. Ich meine, Hip-Hop hat ja allgemein, hat es ja auch ganz anders angefangen. Und früher hat man ja auch so Scheiben wie Walk This Way oder We Will Rock You und so auf Hip-Hop-Jams gespielt. Also es ist alles ziemlich ein Oldschool-Flavor angehaucht, würde ich sagen. Absolut, ja. Jetzt sind wir hier auch in Brasilia bei unserem Konzert. Das ist eine brasilianische Band aus Brasilia, die heißen Cambio Negro. Interessant dazu ist eigentlich ein Zwei-Mann-Projekt, der Rapper und der DJ. Der DJ ist leider ausgestiegen am Tag vor dem Konzert und dann hat er sich eine neue Band gesucht. Ist aber ziemlich angesagt und die Leute sind auch gut abgefahren. Wir sind jetzt wieder hier so kurz vor dem Konzert, auch in Brasilia. Ja, und jetzt kommen wir dann nicht zu den klassischen. Das ist eigentlich am nächsten klassischen, Morgen nach dem Konzert. Band-Erlebnis. Wir haben noch sehr schöne Tattoo kennengelernt und die kamen dann zu uns ins Hotelzimmer und jetzt sieht man sie bei der Arbeit. Ist das einer von euch, ne? Ja, das ist Wolli, unser Sänger. Der kriegt gerade ein neues Tattoo und das ist Rosi, unser Gitarrist. Da muss man dazu sagen, es ist eine super geile Technik, die drauf haben, weil sie benutzen dafür so Natur- und Pflanzenfarben und das sieht alles wirklich sehr, sehr irre aus. Belo Horizonte, ist das richtig? Ja, das war die dritte Stadt, in der wir waren. Belo Horizonte, 3 Millionen Einwohner, so ein bisschen Richtung Bahia gelegen. Ja, und da sieht man auch, die Tänzer sind auch beim Konzert, das ist vor der Bühne am Breaken teilweise und dann... Was ja auch hier bei den Konzerten eigentlich nicht passiert. So. Ja, du hast hier vorne noch so eine Zeitschrift liegen. Da sehen wir Cambio Negro, die Band von eben. Ja, das ist die Band aus Brasilien. Das ist auch eine sehr gute Zeitung, eine sehr gute Hip-Hop-Zeitung, Paul Decret. Das heißt sowas wie, du kannst denken, du kannst glauben. Und da sind auch diese ganzen Bands, die wir hier getroffen haben, auch alle immer drin. Gibt es mehrere Zeitschriften in Brasilien? Also es gibt auch mehrere, aber das ist eigentlich so die
ist die einzige, die nationalweit auch erscheint und die gibt es auch erst seit 2 Jahren. Und man kann eigentlich sagen, dass es alles noch etwas auf dem aufsteigenden Ast ist, aber die Zeitung ist wirklich wichtig. Okay, N-Factor, vielen Dank, dass ihr da wart, uns das Bildmaterial mitgebracht habt und zur Verfügung gestellt habt. Wir gucken uns jetzt erstmal die Beastie Boys an, weil die waren hier auch schon mal live im Studio und haben ganz besonders Schmankerl für uns abgeliefert. Für euch jetzt die Beastie Boys und für euch ciao. Ciao. Because you can't, you won't, and you don't stop. Yeah, I keep coming round for suicide. What can you do to guarantee like you who? I'm like that the job, yeah, Mr. Zuzu. I'm a newlywed and not a deep all scene. Cause everything I do is fucking like Zuzu Trump sing. Well, it's the taking of the bell of 1, 2, 3. If you got a duty rhyme, then come see me. I got the sad boy fair, yeah. The unique rhyme. Now I keep it on, it's never quitting time. Strictly handheld is the style I go. Never rock the mic with the pantyhose. I step on my ear joints and I'm ready to go. Cause at the point I'm coming back on a Mario. I know I Kojak. To all the German people that are on the Bozak. Got more action than my man John Ruin. I got the mad hits like a rock. You can't, you won't, and you don't stop. You know you can't, you won't, and you don't stop. Because you can't, you won't, and you don't stop. And rock, come and rock the suicide. Get a cross fade on your ass and a bust of eardrums. Listen everybody, cause I'm fresh like Doggy, yeah. When I get my specs on a microphone, I come correct. Time up like a clock when I rock the hip-hop. It's out mountain, but stuck in the soapbox. I got my mobs and I got gray hairs. And I said, fuck up, I mean, cause I got my seat. I got a hole in my head, no one to fix. I gotta straighten my thoughts, I'm thinking too much. Say shit, everyone just takes, take, take, take. I gotta get back, I gotta talk to play. Perry, I'm very on. Rock the microphone and then I'm gone. I'm like on. Bodie, ooh. I'm a cheap citizen. We're never quitting, so won't you listen? Won't you listen? Listen to this. Won't you listen to this? Listen up, everybody. Listen up. Because you can't, you won't, and you don't stop. Yeah, you ain't coming rock the suicide. I gotta see a little something that's all overdue. The bitches that the women is got to be true. All the mothers and the sisters in the world are blessed. I gotta offer my love and respect, yeah. To the end. Well, you say I'm 20-something and it should be slacking, but I'm working harder than ever, and yes, you can call it like a door. So just sit upon the couch and watch my TV. Listen to wax, not using the CD. Well, I'm that kid in the corner all fucked up, and I wonder, so I'm gonna take on a piece of the pie. Why not? I'm not getting drink on my chain, I'm a style just to fit in. The wheels up with a piece of elastic. Use a bullshit mic that's made out of plastic. To send my rhymes out to all the nations. Come on, Bell, I got the ill communication. And you don't stop, because you can't, you won't, and you don't stop. You know you can't, you won't, and you don't stop. Keep going, every rock on the suicide. Hurricanes in the motherfucking house, gonna turn it out. In the motherfucking house, in the motherfucking house, in the motherfucking house, in the motherfucking house. Yeah, now, just rock that shit and keep it on. Yeah, yeah, yeah. In the motherfucking house, yeah. Ill will to ill will, yeah. Check it out. Getreu nach dem Motto, keine Mark in die Feier, jede Mark in Hip-Hop, sind wir für euch in den Plattenladen gegangen, haben euch dieses Meisterwerk hier besorgt, Death Charge auf Vinyl Solution erschienen. Von hinten sieht das Ding so aus, ihr hört das gerade im Hintergrund. Es sind Instrumental-Tracks, wo der junge Mann schlechte Samples aus B-Movies drunter gelegt hat. Das ist aber eine amüsante Angelegenheit, so beim Bügeln oder beim Hausputz. Wie gesagt, Instrumental. Auf der Nummer 2 liegt gerade das hier. Lil Pete kommt auch direkt aus London. Down mit der PFB-Crew, mit den Writern Drax und Robbo. Werden vielleicht einige von euch kennen. Brandneu rausgekommen, das Ding heißt The Rough Hooligans. Kommen wir zum ersten Graffiti-Magazin heute. Das auf den Rädern aus Stahl aus Hamburg. Ein Schwarz-Weiß-Magazin, kopiertes Schwarz-Weiß-Magazin. Featured ziemlich viel aus dem gesamtdeutschen Bereich und von was weiß ich wo noch. Ziemlich viele S-Bahnen drin und so weiter und so weiter. Die nächste Platte. Escapism von Killer Instinct. Neue EP.
kommt demnächst raus mit der LP, wo wir bestimmt keinen Song drauf finden werden, der auf dieser Platte erscheint. Nächstes Graffiti-Magazin, das Overkill aus Berlin. Berliner Overkill-Magazin mit 4 Farbseiten und einem langen Poet-Interview. Poet ist der Mann, für den Rap-Musik gleich nach Sex und Sprühen kommt. Hier sehen wir noch einen Auszug von den Farbseiten hier. Moment, da haben wir sie. Farbseiten. Okay, jetzt gehen wir zu Scope an die Wand dahin, denn der wird jetzt unseren Graffiti-Kalender direkt weiter. 1995 an die Wand nageln. Das Ding heißt Subway Style 1995, kostet 20 Mark, zu bestellen bei Andreas Oppenborn 0471 52623 in Bremerhaven. So, das Ding wird uns jetzt im nächsten Jahr begleiten, hier an der Wand. Das ist Januar. Wir gucken uns jetzt den Kalender an und ihr guckt euch das nächste Video an, okay? J'ai fada, je crée des gueux, je vous prenne tous ici une par eux. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid, ils scrutaient la salle à notre froid quand recul roulait autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini, pour les plus classes des mocassins des Buloni. Dès qu'il passait Caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient, des concours de danse un peu partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Ce soir les bagues brilleront pour danser le Mia. Je danse le Mia. C'est le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais. Des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur pour elles c'était moins rose. Oh cousine tu danses ou je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure le frère aura piqué. Oh comment tu parles à ma soeur. Viens avec moi on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, dont je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi. K8C73, JM 120 mon petit. Du grand voyou à la plus grosse moquette. La main sur le volant, avec la moquette. Par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky Hutch. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek, Coco, la coupe à la Marley, Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse à côté de personne ne touchait une bille. On dansait le Mia. DJ, mets bouton du fun que je danse le Mia. Je danse le Mia. On chante pousser le pionnier à fond pour danser le Mia. Je danse le Mia. Ce soir les bagues brilleront pour danser le Mia. Je danse le Mia. DJ, mets bouton du fun que je danse le Mia. On direct sur Radio Chacal en duplex live avec le Star Flash Laserlight Action Club. C'est tout de suite 3, 2, 1, DJ. Ah, merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir encore. New Star Flash Laserlight Action Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des shots Malboro, des autocollants pionniers, des cassons JB, des peluches. À la technique, c'est Michel, de Light Choqué, c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut, allez, c'est parti. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia, pas de pacotille. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient. Les différences effacées et des rires éclataient. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Foutaise, c'était les ragots des jaloux et quoi qu'on en dise, nous on s'abusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire aïe aïe, y'a plus d'âge sur le Mia. Que je danse le Mia. Je danse le Mia. Pousser le pionnier à fond pour danser le Mia. Je danse le Mia. Ce soir les bagues brilleront pour danser le Mia. Je danse le Mia. DJ mets nous dans du fun. Que je danse le Mia. Je danse le Mia.
Okay, wir haben gerade eben Je Danse La Mia gesehen von IAM. IAM ist eine der fettesten französischen Gruppen und die Franzosen haben es mit ihrem französischen Rap ein bisschen leichter als hier die Deutschen mit deutschem Rap, weil in Frankreich ist ja die Akzeptanz der Muttersprache im Vergleich viel höher als hier. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie alle ihre Platten in Amerika produzieren und deshalb den fetten New York Sound hinkriegen. Ich weiß nicht, denkt euch selber aus. Wir sehen uns nach dem Break. Bleibt dran, ich zahle für sie. Wir haben euch schon ein bisschen was davon erzählt, was im Jahr 1994 alles in Sachen Hip-Hop abging. Das sehen wir jetzt nochmal zum gleichen Thema, Chuck D, und der erzählt uns, was in Amerika so los war. Yo, check this out. This is Chuck D, a Public Enemy. And right now, I'm gonna give you the year in review for the 94, 1994. So y'all check this out right here on Freestyle. Oh, yes, indeed, it's fun time. Laid back. Kill, destroy. Three favorite singles for me are Pistol Grip Pump by Volume 10, Craig Mack, Flavor in Your Ear. I'm kicking new flavor in your ear, Mack, brand new flavor in your ear. Cream, Cash Rules Everything Around Me, Get the Money. Dollar, dollar bill, yo. I grew up on the crime side, the New York Times side, staying alive was no job. Favorite new group is 5-0. Oh! They've done different things and not afraid to come up with a point of view that's creative. Oh no, it's them again, him again. You know the boys in blue, nine squares. Sweet, you never thought that this could be a group of brothers here to snatch back the community. And I ain't going out like reverend butts. I'm pulling out glocks and spilling villains' guts. Your hardcore hero came to let the fools know. You're messing up the flow, gotta go, gotta go. Tribe Called Quest, seeing their growth over the last 3 years. They have a slamming show now. They completed the full cipher, performance, video, song, and concept. Listen up, everybody, the bottom line. I'm a black intellect, but I'm refined. We precision like the bullet, target bound. Just living like a hooker, the harlot sounds. Now, when I say the harlot, you know I need the hot. Beat of the equator, the buff that's in the pot. Jalik. My favorite DJ, welcome back, Terminator X. His legs are back, and he had the motorcycle accident. And he's walking again, and he's better than ever. And I think he did a commendable job when he brought the old school and new school together on his album. It all comes down to the money, whether it's rainy or snowy or sunny. Funny, but it all comes down to the money. I'm in it for cash, I'm in it for cash. It all comes down to the money, whether it's rainy or snowy or sunny. Also, Grandmaster Flash is back on the radio on WBLS. So that is very important. Somebody who knows so much has a position. Don't push me, call, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. The relationship between hip-hop and the record industry in 1994 was still highly exploitative. Hip-hop was going on, but the record industry was just flooding it with so much of it that very little of it had a chance to survive or breathe. Tick-tock, this is how we rock. Throw your hands in the air and represent your weapon. Tick-tock, this is how we rock. Tick-tock, you don't stop. Oh, the negative trend in rap is a lot of white kids, you know, getting behind the black-on-black crime and thinking it's just entertainment and not legitimizing somebody that's against it because they just think everything is a trend. Mother, Dre, mother, Snoop, mother, Def,
tired of black people talking about killing each other for white folks' entertainment. That's silly. Black folks are entertained by it too, but it's more offensive when somebody white is just looking back and laughing. Ha ha, look at them. It's just crazy. And also I like to talk about this whole thing of what's real hip hop. Everything is real. You know, in the streets it's real, but you know, also inside your house with your mother it's real. So I tell, be real all the way around. You'll never see somebody up there with their moms like, yo, what's up? What's up, mom? You know, no, they be like this, excuse me, you know? So be real. If you want to talk about real, be real. Real hip hop is whatever somebody feels that they are. Pump, 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 pump it up. My man grinds from at times, that's what's up. Some ain't gonna change. I got them in the range. I got a rearrange. So I'm building back your brain. Wrecking records with focused stuff. I would like to see in 1995 more balance in the hip-hop world, more control behind the scenes by people that really care about the art, not people that just want to use it for a fast, quick buck. Better performances and the rebuilding of tours. Dieses Jahr ist Jungle zu uns rübergekommen, hat in der Hip-Hop-Bewegung ganz schön für Aufsehen gesorgt. Es benutzt eindeutig Hip-Hop-Elemente. Manche Leute wissen halt nicht so genau, wie sie mit dem Zeug umgehen sollen. Auf jeden Fall zwei Leute, die in London super fett in dem Geschehen drinstecken, sind UK Apache und Shy FX. Von denen gucken wir uns jetzt ein Video an. Nun hier, Mann, der Original Nutter, Tequila Tank Check, UK Apache along the Shy FX. And when we come is murderation, all original gangster man. Here when we tell them no, yeah, yeah, me come and imitate, originate, we come to originate. All right, mate, now what you doing, mate? Here when we tell them we come to about gears, I'm gonna stop talk. Watch me tell them, oh boy, watch this. Big in a jungle. When we tell them why, watch it though, man. Me at the nutter, original man, my nutter.
Okay, wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Ein Jahr Freestyle, ein rauschendes Fest, wunderbare Feier. Wir hatten N-Factor im Studio. Danke, dass ihr da wart. Beim nächsten Mal seht ihr einen Einspieler von Tribe Called Quest. Außerdem haben wir dann im Studio Raid. Ja, und jetzt wird hier kräftig gefeiert.